kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup all just for you. Ihr seid ja auch wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit dem Dachmobil. Diesmal sind wir wieder in die Niederlande gefahren. Und zwar die Gegend, wo wir hier sind, die kennt fast jeder von euch. Alfred, dreh mal bitte auf das Schild um. Wir sind hier in der direkten Umgebung vom Obelink. Wir sind in Gelderland, in der Region Achterhoek, bei Gronlo, auf dem Camperplatz Erve Bubmann. Einem richtig schönen, relativ neuen, er hat jetzt gerade vor kurzem seinen ersten Geburtstag gefeiert, richtig schönen, mit Liebe angelegten Camperplatz. Wenn du bedenkst, dass hier vor einem guten Jahr noch der Mais hinter mir gestanden hat, wo jetzt wunderschöne Camperparzellen mit ganz tollen, ja, Chillbereichen, Relaxbereichen angelegt worden ist. Ja, bei den Bildern, die ich im Internet gefunden hatte, konnte ich nicht widerstehen und wir sind kurz entschlossen, das Wochenende nach hier gefahren. Wir zeigen euch jetzt mal alles, weil hier gibt es alles, was der Camper braucht und begehrt. Wir haben hier den Full Service. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. An der Stelle direkt Spoilerwerbung. Ich bin verliebt in den Stellplatz. Das werdet ihr im Video immer wieder feststellen. Ihr kommt, wenn ihr von Winterswijk kommt, aus der Richtung angefahren. Der Stellplatz ist mit diesen braunen Hinweisschildern schon relativ früh ausgeschildert und ihr fahrt gut 5-6 Kilometer durch diese ländliche Gegend, bis ihr hier zu dem Stellplatz kommt. Der nächste Ort ist Gronlo, ist auch ungefähr 6,7 Kilometer entfernt und ansonsten habt ihr hier keine Möglichkeiten, irgendwas einzukaufen. Ein bisschen leibliches Wohl haben wir aber hier gesorgt, zeige ich euch gleich. Es ist hier mega ruhig. Wir sind hier 1,5 Kilometer vom Zwillbrocker Fen, das ja bekannt ist für die Flamingo-Kolonie, die hier in den Sommermonaten lebt, entfernt. Wir haben hier, ich höre Hühner, gleich hörst du mal ein Schaf, jede Menge Vögel. Es ist mega ruhig. Es gibt keinen großen Verkehr. 5 Traktoren, die am Tag vorbeifahren und sonst nichts. Der Stellplatz ist letztes Jahr im Juni geboren worden und entstand aus einer Idee heraus, die Familienmitglieder von Friso und Alice, den lieben Betreibern dieses Platzes, einfach mal gesagt haben, mach doch mal. Und er hat nicht lange überlegt und hat den Mais gehäckselt, Rasen gesät und hinten das Feld planiert, wo wir jetzt stehen. Und mit so viel Liebe zum Detail und solchen schönen Oasen ein wirkliches Eldorado für uns Camper geschaffen. Wir wollten ursprünglich auf dem Platz am Zwillbrocker Fen, aber da konnte ich nicht widerstehen, als ich die Bilder auf seiner Homepage gesehen habe. Wir haben hier vorne noch Besucherparkplätze. Wenn ihr hier noch Freunde habt, die in der Nähe seid und vorbeikommen, könnt ihr hier vorne parken oder ihr noch ein zweites Auto mit habt. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, dass Fahrradfahrer in den kleinen Coffeeshop, der uns Campern hier zur Verfügung steht, auch einkehren können, um sich eine Leckerei oder ein Getränk zu erwerben oder auch auf der schönen Terrasse Platz zu nehmen. Damit ihr seht, was ich meine mit diesen ganzen liebevollen Details, gehen wir mal hier vorne an diese liebevolle angelegte kleine Brücke, die wir hier in der Blumenwiese finden. Kommt mal mit! Wie ihr seht, ist das hier schon mal wunderschön angelegt und begrüßt einen direkt, näher auf den Platz hereinzufahren. Wir haben daneben auch ein Fußballfeld. Im Moment ist hier ein Festival in der Nähe. Das Swarte Cross, eine Mischung zwischen Motocross und Musikspektakel.
Junior übt gerade nämlich schon. Und dadurch haben wir hier auch einige Camper, also diese Zelte, die hier entsprechend ausnahmsweise nächtigen dürfen. Normalerweise sind die nicht da. Der Stellplatz hat 26 Stellplätze und die sind recht großzügig bemessen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es weitergeht, wie man sich anmeldet. Und hast du heute Flamingos gesucht? Ja, ich war. Ich habe sie gefunden, da sind sie. Deshalb waren die hinten nicht auf der Insel, die waren alle hier. So, gehen wir mal weiter. Genau, wo ich gerade bei den Blumen bin, dazu habe ich auch noch mein persönliches Highlight. Das zeige ich euch gleich. Vorne haben wir direkt schon eine einladende Sitzlounge und überall ist der Stellplatz beleuchtet und hat romantische Lichter versteckt, inklusive beleuchteter Flamingos. Wartet mal ab, bis es dunkel wird. Ich habe es gestern nicht mehr gesehen, ich habe schon geschlafen. Ihr fahrt bis da vorne und dann könnt ihr euch auch schon entsprechend hinstellen. Und in der Regel, wenn ihr später angereist kommt, ist der Friso da und begrüßt euch herzlich und zeigt euch einen Stellplatz, wo ihr stehen könnt. Ist er nicht da, könnt ihr euch hinstellen, wo frei ist, und entsprechend euch so anmelden. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie es weiter hier geht. Ja, hast Kollegen gefunden. Hi, Kollege, genau. Ihr werdet hier herzlich willkommen geheißen. Es steht der Platzplan hier. Hier haben wir auch noch mal die Übersicht der, es sind 25, aber eigentlich sind 26 Plätze, wo ihr euch hinstellen könnt. Reservieren könnt ihr hier auch. Es gibt ein Kontaktformular auf der Homepage, über das ihr anschreiben könnt oder schreibt eine E-Mail. Ihr könnt auf jeden Fall in dieser schriftlichen Art anfragen und reservieren und bekommt eine Bestätigung, ob frei ist oder nicht. Gestern, als wir ankamen, war der Platz sogar voll. Er ist geöffnet von März bis November und dann nochmal zwei Wochen von Weihnachten bis Neujahr. Wobei dann die Dusche und die Spüle keine Wasserversorgung haben. Ansonsten, wenn ihr euch einen Platz auf diesem schönen Gelände ausgesucht habt, könnt ihr euch hier vorne in der schönen Hütte anmelden. Ist gerade belegt, zeige ich euch gleich. Wir machen schon mal einen kleinen Schwenk über den Platz mit dieser wunderschönen Wiese in der Mitte. Die weitere Sitzmöglichkeiten mit plauschigen Sitzkissen bietet und auch da überall Beleuchtung hat. Direkt im Einfahrtsbereich haben wir hier die Grauwasserentsorgung, die schön abgesenkt, schön mittig ist, die ihr gut anfahren könnt. Ihr müsst halt nur rückwärts oder vorwärts wieder raus und euch entsprechend dann in die andere Richtung wieder weiter bewegen. Wir haben hier auch eine Frischwasserversorgung sowie einen Adapter, einen Anschluss noch, wo ihr Frischwasser ziehen könnt. Etwas weiter haben wir auch schön hinter einem Sitzschutz gelegen die Chemietoilettenentleerung. Dafür könnt ihr den kleinen Weg hier entlang gehen und eure Chemietoilette hier im Ausguss entleeren. Selbstverständlich auch wieder den Spülschlauch inklusive. Alles picobello sauber. Und überall die Liebe zum Detail, super bepflanzt, der Rasen, picobello. Hier ist alles 1A. Ich darf es nicht so laut sagen, der Friso steht da drin, der wird nämlich sonst rot. Abfallentsorgung haben wir auch hier vorne, auch hinterm Sichtschutz. Da nehme ich euch jetzt auch noch mit.
Direkt neben der Entsorgung haben wir hier hinter diesem Sichtschutz auch noch die Abfallentsorgung. Klassische Mülltrennung, wie wir sie von zu Hause kennen. Und dementsprechend bitte auch vorgetrennt hier einwerfen. Muss ich nicht mehr erklären, ne? Ja, dann gehen wir jetzt mal auf den Platz. Hier in diesem Gebäude befinden sich die Toiletten und die Duschen. 4 Stück an der Zahl, ist also relativ ausreichend für die 25, 26 Plätze. Und wir haben hier immer das WC mit der Dusche in einem Raum. Aber Platz haben wir dafür auch. Schaut mal. Wir haben hier picobello große, großzügige Duschen mit Toilette, Handwaschbecken. Es ist alles da. Es ist für jede Benutzung ein frisches Handtuch und einen frischen Aufnehmer da, solltet ihr euer eigenes vergessen haben. Und dann entsprechend könnt ihr das hinten in die Schmutzwäsche werfen, zeigen wir euch noch. Picobello sauber. Haken en masse, Alfreds Lieblingsthema, mit den Haken. Und setzen könntest du dich zur Not auf Toilette, wenn du die Socken ansonsten nicht anziehen kannst. Also super. Ihr könnt die Tür verriegeln, aber wenn ihr sie benutzt habt, bitte oder benutzt auch hier außen den Schieber auf besetzt setzen, ne? Dass das dann entsprechend sichtbar ist, dass sie belegt ist. Adlicious. Genau. Licht ist gekoppelt mit einem Lüfter, hat alles seine Richtigkeit. Dann gehen wir jetzt mal rüber, weil hier kannst du auch dein Geschirr noch spülen. Hier haben wir dann auch direkt die Spülecke. Hier könnt ihr dann die benutzten Aufnehmer hineinwerfen. Es gibt Spültücher. Es sind da auch genügend frische Spültücher. Es ist Spülmittel da. Also ich... Dort einer sein Zeug vergessen. Okay, ich spüle es nicht. Aber wir haben sogar Abtropfschalen. Es ist an alles gedacht. Du hast hier noch den Sonnenschutz drüber. Gerade bei den Temperaturen heute von über 30 Grad. Angenehm. Feuerlöscher muss auch da sein. Sollte man nicht vergessen. Und man sollte natürlich nicht vergessen, den Besetzschieber wieder auf frei zu schieben, wenn du die Dusche bzw. das WC verlässt. An dieser schönen, ja, Terrasse ist es nicht, ist ja auf Rasen, an dieser schönen Sitzecke mit dem Häuschen haben wir die Informationen und die Anmeldung und die Cafeteria in einem. Wie gesagt, seid ihr mit dem Fahrrad unterwegs, könnt ihr hier auch einkehren. Ich gehe mal mit euch rein und zeige euch mal alles, was ihr da findet. Sollte das Wetter mal nicht so schön sein, haben wir auch hier drin Sitzmöglichkeiten, Nervennahrung. Hier sind leckere Bonbons, die ihr probieren könnt. Ein Board mit Informationsmaterial, eine Büchertauschkiste, weiteres Informationsmaterial, verschiedene Zeitungen, die hier ausliegen und ein Flyer zum Stellplatz. Und jetzt kommen wir mal eben kurz zur Anmeldung. Wenn ihr euch anmelden möchtet, nehmt ihr einen dieser Umschläge, die es in Englisch, Deutsch und Niederländisch gibt. Öffnet ihn, tragt eure Daten ein, kreuzt an, welchen Service ihr nehmt, ob mit oder ohne Strom. Und wie lange ihr bleibt, bla 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 bla, und legt das Geld in bar ein. Ihr könnt hier nur bar zahlen. Die Stellplatzgebühr ist inklusive allem Pipapo ohne Strom, inklusive Kurtaxe und Gedöns, ne? Ja. 17 Euro. Benötigt ihr Strom, beträgt sie dann 20 Euro. WLAN-Code hängt hier aus. Das WLAN ist mega. Ich habe ja oft WLAN-Probleme.
tadellos, läuft wie Hulli. Und dann gibt es hier manchmal auch die ein oder andere Veranstaltung. Wir haben hier zum Beispiel nächstes Wochenende, wenn wir nicht hier sind, Barbecue. Und dann wird hier gegrillt. Man sitzt draußen super, der Friseur wirft den Grill an. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein netter Abend ist. Der Friseur geht zu jedem Gast und fragt, ob alles in Ordnung ist. Er dreht abends immer seine Runden und ist auch für Änderungen, Erneuerungen und Lob offen. Ich finde das mega, wirklich. Ich habe das Gefühl, als wenn man sich schon sehr lange kennt. Also ihr habt das hier super hinbekommen und wir kommen definitiv wieder, das sage ich jetzt schon. Ich mache das Fazit schon was früher. Dann haben wir hier jede Menge Informationsmaterial zur Umgebung. Es liegen Fahrradwege aus, Fitzrouten, die ihr dann natürlich wieder mitbringen müsst. Aber die könnt ihr dann hier mitnehmen, damit ihr sie unterwegs, damit nichts, ne, auch wenn es mal regnet, schön laminiert, mitnehmen könnt. Es liegt als Leihgabe eine Fahrradkarte hier aus. Wir haben Schreibmaterial, wir haben Zitronella-Spray, ein Gästebuch und so weiter. Die Schränke habe ich jetzt gestern, ach, hier geht es noch weiter. Hier sind noch weitere Broschüren zum Nachfüllen, okay. Hier sind die Leckereien zum Nachfüllen, also von daher, das ist dann für den Friseur. Wir haben ein Erste-Hilfe-Set und hier haben wir ein Gefrierfach, in dem es Eis gibt. Wir haben verschiedene Sorten und für jeden ist da eigentlich was dabei. Die Preise sind absolut moderat und als Beispiel, ne, das ist dieses Rahmeis, das kennen wir als Bauerneis auch. Und verschiedene andere Leckereien, gerade bei dem Wetter, jetzt eine, ja, willkommene Abwechslung. Hier in dem großen Kühlschrank gibt es vom Softdrink über Wasser, Wein, Bier, auch frische Eier. Weil auf einem Bauernhof gibt es natürlich auch Hühner, ne? Die könnt ihr hier auch erwerben. Preisliste hängt hier neben. Jetzt ist uns aber eher nach Kaffee und Kuchen. Dann geht es hier weiter. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch Wasser zu kochen. Hier steht auch ein Wassertank. Ihr habt die Möglichkeit, die Senseo zu bedienen. Hier sind entsprechend wieder die Preislisten. Wir haben hier das entsprechende Zubehör. Wir haben Teebeutel, verschiedene Küchlein und die Senseo-Pads. Und hier haben wir auch wieder nur zum Nachfüllen. Das Geld werft ihr hier in die Kiste, die hier steht. Es sind noch zwei Spiele hier, die man sich ausleihen kann und es ist an alles gedacht. Es gibt hier vorne noch Hausregeln, Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr. In der Zeit sollte nicht angekommen und abgefahren werden. Ankommen könnt ihr hier, so wie ihr es braucht, und abfahren, so wie ihr möchtet, bis 19 Uhr. Aber wo gibt es sowas, außer vielleicht beim Jupp? Und der ist auch bei 19 Uhr schon kritisch. Es steht noch eine Luftpumpe hier, solltet ihr den benötigen für euer Rad. Ja, ein Hundenapf. Hunde sind hier natürlich erlaubt, an der Leine zu führen. Und Gassi-Runden, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also da könnt ihr laufen, bis der Hund müde ist. Was haben wir sonst noch? Offenes Feuer ist beim Grillen verboten, mit Gasgrill aber gar kein Thema. Und ansonsten gibt es da auch nichts weiter zu beachten. Dann zeigen wir euch jetzt einmal den Rest des Platzes. Fahrweg ist geschottert, wie ihr sehen könnt. Rasen ist verdichtet. Die ersten drei Plätze haben noch diese Rasengittersteine in der Fahrspur, wo das Mobil steht. Die hinteren nicht mehr, aber wenn es regnet, dann ist jeder Rasen nass, ob es auf Gitterstein stehst oder nicht. In der Mitte der Wiese haben wir noch eine Frischwasserzapfstelle, zusätzlich noch eine Steckdose. An den Plätzen, alle Stellplätze verfügen über Strom, sind Steckdosen, ich glaube vier immer zusammen, aber mit 50 Meter Kabel kommt ihr hier mehr als hin. Ich glaube 25 reichen auch. Dann darfst du auch nur 1,25 nehmen. Ach, bei Strom, lasst Alfred reden, das ist nichts. 6 Ampere abgesichert und entsprechend zeigen wir das euch jetzt mit dem Strom noch bei uns an der Parzelle.
Wir stehen hinten ein bisschen enger. Wir sind nämlich gestern recht spät hier angekommen. Aber normalerweise Parzellengröße ist mehr als ausreichend groß. So steht man hier also, wie ihr seht. Und da hinten haben wir auch direkt schon mein Highlight und natürlich die Stromversorgung. Wir haben hier die Steckdosen, entsprechend nach eurem getätigten Oberlussstrom oder Nichtstrom könnt ihr den Stecker einstecken und ja, den Strom genießen. Mein Highlight ist auch noch eine Hecke aus Wildblumen. Wer empfindlich ist, Wildblumen ziehen hier natürlich auch entsprechende Insekten und Bienen an. Aber die haben mich nicht gefressen. Die tun euch nichts. Und das ist richtig schön. Und vor allem, da hinten geht gleich die Sonne unter. Das ist auch richtig schön. Schaut mal ins Video zur Umgebung. Wir haben natürlich wieder, wie ihr es von uns kennt, ein Video zur Umgebung hier in Richtung Wintersweg Gronlo gemacht. Hier gibt es viel zu entdecken. Wir waren heute auch noch mal in Richtung diesem Zwarte Cross Festival. Und ansonsten haben wir hier eine wunderbare Zeit verbracht. Aber das seht ihr ja in dem anderen Video. Vergesst nicht, das hier dürft ihr liken, das andere auch. Und wenn du nicht bis jetzt uns abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das auch noch machen würdest. Wir fahren nämlich hochmotiviert nächste Woche wieder los und drehen euch wieder so ein schönes Video wie dieses hier. Da sind wir auch schon wieder am Fazit. Der Camperplatz Erwe Bogmann ist top. Ich kann nichts anderes sagen, außer Hut ab, was ihr in der kurzen Zeit hier geschaffen habt. Ein Paradies für uns Campern, das ich nur mit voller Punktzahl und von Herzen weiterempfehlen kann. Die ersten Interessenten haben wir schon gestern Abend klar gemacht, als wir hier ankamen und noch gar nichts gedreht, gepostet oder sonst was hatten. Also von daher, lasst es euch nicht entgehen, diese schöne kleine Camperwelt zu genießen. Kommt her und überzeugt euch selbst. Ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen und nächste Woche kommt wieder ein Stellplatz. Bleibt dran, es bleibt spannend. Bis dann. Ciao.